Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur traditionellen Auftaktpressekonferenz der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Mittlerweile zum 5. Mal hier in der Schwimmoper in Wuppertal. Und die Pressekonferenz hat sich ja zuletzt auch schon eingespielt, dass wir die am ersten Tag machen, nach den ersten Entscheidungen, den 400 Meter Lagen. Und da haben wir diesmal auch direkt die erste deutsche Meisterin hier sitzen. Das ist die Theresa Michalak, quasi auch an der neuen Heimstätte geworden. Ist ja jetzt gerade nach Wuppertal gegangen. Mit uns dabei auch der Marco Koch, vor kurzem auch erst aus der Höhe wiedergekommen und hier jetzt wieder voll im Einsatz. Und Henning Lamberts, unser Chef-Bundestrainer Schwimmen im Deutschen Schwimmverband. Erstmal, Theresa, herzlichen Glückwunsch. Das Rennen heute, hast du mit der Zeit gerechnet? Nee, also ich habe angeschlagen und habe gesehen, dass ich die 4:33 geschwommen bin und ich habe ungefähr so mit einer 4:38 gerechnet. Aber das ist eben, dann das wurde dann, habe ich nicht gerechnet, war auch sehr überrascht. Henning hat es ja jetzt gerade schon angesprochen, drumherum kommst du jetzt nicht, es nochmal sagen zu müssen oder wieso, weshalb, warum. Aber Doha, die Kurzbahn-Weltmeisterschaft, Norm hast du unterboten, aber die Kurzbahn-WM, hast du eben ja auch selber gesagt, machst du nicht mit. Ja, genau. Es tut mir leid, Henning. Na, mindestens etwas. Nee, ich habe alle meine Abschlussexamen in meinem Studium zu absolvieren und ich glaube, das passt einfach nicht so richtig in meinen Zeitplan rein, auch wenn ich versucht habe, alles zu verschieben und vorzuziehen und auch danach zu machen. Es hat nicht funktioniert. Mein Coach hat gesagt, ich sollte lieber da bleiben und das eben wahrnehmen und ja, das kann ich leider nicht. Das heißt, du bist jetzt hier für die DM rübergekommen und gehst auch quasi jetzt nach der DM direkt wieder zurück dann. Ne? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt für Wuppertal startest? Ich brauchte einfach für alles eine Veränderung. Also ich bin letztes Jahr in die USA gegangen, weil ich dachte, ich brauche einfach eine Luftveränderung und bei mir tut sich nichts mehr und ich muss einfach irgendwas Neues ausprobieren. Und auch mit Halle gab es immer so ein paar Schwierigkeiten, auch wenn ich weiß, dass Halle mich so weit gebracht hat. Ich musste einfach was anderes machen und ich brauche Veränderungen, um mich weiterzuentwickeln. Und die Tür hat mir dann eben der Wuppertaler Schwimmverein geöffnet und ich bin dann dorthin gewechselt, weil ich ein super Team habe, was hinter mir steht, die unterstützen mich und ich glaube, die glauben auch an mich dort drüben. Das war sehr wichtig. Dann danke erstmal Theresa, ich denke mal, die Kollegen haben nachher noch Fragen. Marco, Höhentrainingslager gewesen, vor 10 Tagen ungefähr zurückgekommen. Morgen geht es für dich hier zum ersten Mal ins Wasser, du schwimmst alle 3 Bruststrecken. Was sind die Ziele? Ankommen. Die Höhe war extrem schwer für mich, es war mein erstes Mal und gerade direkt danach und auch in der Höhe war eher sehr schwierig. Jetzt die Woche ging schon deutlich besser, dann am Wochenende ging es wieder gar nicht. Jetzt hoffe ich, dass es jetzt nur noch bergauf geht die Woche, aber ja, ich lasse mich mal überraschen. Wie ist es denn bei dir, wenn du dich qualifizieren solltest für die WM, nimmst du das Ticket an? Ja, ich nehme diese Hose an. Ja doch, ich würde sehr gerne schwimmen, ja. Wie ist bei euch beiden die Kurzbahnsaison? Ist die quasi nur ein Schritt in Richtung nächstes Jahr Weltmeisterschaften Kasan und auch schon mit Blick auf die Olympischen Spiele 2016? Oder wie ist eure Planung ausgerichtet? Ja, auf jeden Fall. Also Rio ist dann das Großziel nächstes Jahr im Sommer auch. Die WM nimmt man so mit. Aber ich denke trotzdem, dass ich relativ schnell schwimmen kann. Hoffentlich nochmal ein bisschen schneller als mein deutscher Rekord von 200. Ja, nochmal gucken, was man dafür kriegt. Ja, bei mir genauso. Also 2016 ist natürlich das größte Ziel und die WM wäre natürlich schon wichtig. Also dadurch, dass ich eben letztes Jahr die EM nicht geschafft habe durch so ein paar Sachen, will ich schon Henning zeigen, dass ich eben auch schneller schwimmen kann als das, was ich gezeigt habe und das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Gebe ich direkt mal weiter zu Henning. Das hörst du doch gerne, ne? Ja. Das höre ich gerne, zumal es bei Thea ja letztes Jahr wirklich denkbar knapp war und sie eigentlich 3 von 4 Normen sauber unterboten hat, nur die eine Norm, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen verschlafen hat. Drauf hatte sie, glaube ich, auch. Da war es doppelt und dreifach ärgerlich, aber da wir dann gesagt haben, wir wollen mal konsequent bleiben, waren wir es. Und da mussten wir Thea leider zu Hause lassen. Umso schöner, dass sie so eine Zeit hier schwimmt und zeigt, dass sie wieder zurück ist. Ich fand das Rennen sehr, sehr schön zu sehen. So eine richtig schöne Dynamik von Beginn an in jeder Wende. Absolute Dynamik ausgestrahlt, athletischen Körper. Hat mir sehr gut gefallen. Auch Tim Walburger hat ja die Norm jetzt schon geschafft. Für dich überraschend gewesen? Oder? Nee, also Tim kann schon solche Zeiten schwimmen. Für mich war eher überraschend, dass Yannick nicht einen Ticken schneller war. Aber dass Tim so in die Richtung schwimmt, hätte ich gedacht. Ich hätte allerdings auch Yannick unter der 4:08.5 erwartet. Gut, aber er hat noch ein paar Chancen. Erster Tag ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber
dass zwei Leute im Prinzip nach dem ersten Tag ihre Tickets gezogen haben, ist erstmal schön. Wenn du jetzt schon Richtung Doha blickst, hast du so eine Zahl für das Team im Kopf oder wie sieht das da aus? Ja, ich hatte jetzt mit 20 gerechnet, jetzt revidiere ich auf 19. Mich hat ja schon jemand verlassen. Wenn das so weitergeht, ist doof, aber ansonsten denke ich mal, dass es so um die 20 sein könnten. Ja. Und die Ziele, es ist ja, einige Nationen haben ja schon ihre Teams bekannt gegeben, es wird klar sein, es wird eine Top-Kurs beim Weltmeisterschaft werden. Also die anderen Nationen kommen mit sehr, sehr guten Teams hin. Gibt es besondere Ziele jetzt aus Sicht Deutschen Schwimmverbands oder... Naja, ich mache ja immer die Ziele nicht unbedingt nur an Medaillen fest oder dass ich sage, wir schielen da und müssen da auf irgendwelche Korridore zu gucken. Das müssen wir im Sommer immer machen, weil wir uns da mit dem DOSB auf verschiedene Zielkorridore einigen. Aber auf der Kurzbahn müssen wir das nicht unbedingt tun. Klar wollen wir auch nicht medaillenlos nach Hause kommen, dafür wird der Marco schon sorgen. Aber auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir das gesamte Team, und das ist uns auf der Langbahn 2014 jetzt in Berlin sehr, sehr gut gelungen, dass wir das gesamte Team in diese Befähigung versetzen, schnell zu sein. Und damals waren fast 50% aller Teilnehmer bei dem Top-Event schneller als bei der DM. Und wenn wir das jetzt hier bei der Kurzbahn wieder hinkriegen, dass wir hier eine tolle Kurzbahn machen und in 14 Tagen knapp wieder so eine Quote haben von 40-50%, die Zeiten unter Beweis stellt oder schneller ist, dann ist das gut. Ob das dann dazu reicht, eine Medaille zu gewinnen, hängt auch von allen anderen ab. Du hast es gerade schon selber gesagt, viele Nationen haben sehr, sehr starke Leute, die sie ins Rennen schicken. Die Russen gerade mit 35, 36 Leuten, alles Top-Leute dabei. Viele andere Nationen, zwar klein, aber fein, wie die Dänen oder Schweden. Und ja, natürlich Länder wie die Amerikaner oder so darf man nie vernachlässigen. Also dementsprechend wird das schon eine absolute Top-Veranstaltung werden. Und wie gut wir abschneiden, lassen wir mal abwarten und schauen. Aber ich denke, für uns selber müssen wir immer das Ziel haben, dass wir etwas besser sind als zu dem Moment, wo wir uns qualifiziert haben. Dann ist erstmal für mich immer alles okay. Dann eine Sache noch von mir an dich. War immer ein Steckenpferd oder ist ein Steckenpferd von dir, das Perspektivteam des Deutschen Schwimmverbandes? Waren ja jetzt auch nach der EM in Berlin direkt zwei weitere Maßnahmen. Trainingslager in Kärnten war. Jetzt wart ihr noch mal in Warendorf im Trainingslager. Wie ist da die Entwicklung? Geht es da weiter nach oben oder wie sieht es aus? Ja, absolut positiv. Also ich bin sehr überrascht und sehr froh über diesen ersten Tag, den ich jetzt sehen konnte und mitverfolgen konnte, bislang zumindest. Da haben wirklich Mädchen, die jetzt über die 400 Meter Lagen an den Start gegangen sind. Maxine Wolters ist so ein Mädchen davon. Marlene Hüther, die jetzt knapp hinter Thea Zweite geworden ist, die wirklich gezeigt haben, dass sie eben aus dieser hohen Belastung, wir waren fast 5 Wochen mit denen zusammen im Trainingslager und haben die wirklich hart belastet, sehr, sehr gut schwimmen. Die nehmen diese Belastung an, die nehmen dieses viele Training an und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, eine sehr schöne Tendenz und ich hoffe, das geht die nächsten 3 Tage so weiter. Dann danke auch mal Henning. Marco, an dich habe ich jetzt aber doch noch eine Frage. Ich erinnere mich hier in Wuppertal, dass du auch mal ein bisschen abwegig unterwegs warst. 400 Meter Lagen kann ich mich auch daran erinnern, dass du hier mal am ersten Tag einen rausgerissen hast. Diesmal nur die 3 Bruststrecken. Ist da jetzt ohnehin nur noch deine Konzentration? Lässt du so Spielereien in Anführungsstrichen jetzt ganz weg? Nee, auf keinen Fall. Ich habe ja auch bei den Weltcups noch die 200 Lagen mal probiert, war da auch nicht ganz schlecht unterwegs. Und gerade jetzt nach der Höhe wollte ich eben nichts riskieren, weil ich habe direkt nach der Höhe einen Wettkampf bei den Hessischen Meisterschaften gemacht, der ging total in die Hose und deswegen wollte ich mich lieber ein bisschen zurückhalten jetzt, weil ich auch gar meine Leistung gar nicht einschätzen kann. Ja, deswegen lieber ein bisschen kürzer treten, die Sachen ordentlich machen. Nächstes Jahr vielleicht. Okay, dann danke erstmal und eure Fragen bitte. Marc. Marco, du hast ja selber gesagt, bist erstmal in die Höhe gegangen, warst ja auch bisher nicht so ein Freund davon, hast gerade deine Erfahrung geschildert. Wie kam es denn dazu, jetzt in die Höhe zu gehen? Von wem ging das, von dir aus, von deinem Trainer? Oder? Also der Gedanke, es mal auszuprobieren, kam schon länger, aber es hat einfach nie in die Planung reingepasst, wegen Weltcups oder sonstigen anderen Umständen. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir gesagt, wir machen das, wir machen nur die ersten 4 Weltcups, dann probieren wir es mal 3 Wochen aus. Und jetzt schauen wir mal, wie hier und Doha noch läuft und ich denke, dann kann man schon sagen, ob das sinnvoll für mich war oder vielleicht doch nicht so. Und davon machst du abhängig, ob es dann im nächsten Jahr vor der Langbahn-WM das nochmal wiederholt? Zum Beispiel oder eben nächstes Jahr im Winter nochmal, je nachdem. Kannst du beschreiben, also du hast mir gesagt, es war hart, kannst du das beschreiben, was das körperlich macht? So dieses, bei dir, dieses Höhentrainingslager noch die Wochen danach? Also gerade vor Ort hatte ich auch extreme Probleme mit Brustschwimmen vor allem. Alles andere ging eigentlich ganz gut, aber Brust, ich habe 3 Züge gemacht und war schon am Ertrinken, habe keine Luft mehr gekriegt. Gerade wegen der langen Tauchphase halt ist es mir extrem schwer gefallen. Ich konnte auch nicht so viel Brust da oben machen und generell nicht so intensiv trainieren.
Wir haben sehr viel locker trainiert oder halt Sprints gemacht, weil eben längere intensive Sachen für mich gar nicht möglich gewesen sind. Dann bin ich wiedergekommen, da hatte ich so ein bisschen mit Schwindel und Übelkeit zu kämpfen, aber nach ein paar Tagen ging es dann auch weg und jetzt fühle ich mich eigentlich auch von Tag zu Tag besser. Wo warst du in der Höhe? In der Sierra Nevada, 3 Wochen. Super. Das ist natürlich auch was jetzt mehrere schon mal beschäftigt, wie beschäftigt man sich da oben? Also hofft man auf ein freies WLAN, liest man die Bücher, die man sonst nie gelesen hätte? Unter anderem, ja, ich habe ein bisschen was noch für die Uni gemacht. Leider hatten wir ab und zu auch mal WLAN-Ausfälle, das war dann eine Katastrophe. Ja, aber sonst, ich hatte relativ viele Filme noch mit, sonst viel geschlafen. Ja, ab und zu mal spazieren gewesen. Ja, das war es eigentlich. So viel gemacht habe ich nicht. Mehr kann man ja nicht machen. Ja, nochmal. Nochmal kurz zur EM-Analyse, die jetzt, glaube ich, eingehend erfolgt ist. Was sind da für dich jetzt nochmal die Schlussfolgerungen gewesen, die du dann für nächstes Jahr auch mitnehmen willst? Also grundsätzlich, dass es sehr, sehr positiv war, wie wir aus dieser EM rausgekommen sind. Auch da schiele ich jetzt nicht auf die 6 Medaillen, die wir zum Glück nur auf olympischen Distanzen gewonnen haben. Das ist sicherlich sehr positiv, sondern vor allen Dingen eben auf die Entwicklung des Teams. Wenn wir ein Jahr vorher noch gesehen haben, und da haben wir uns ja fast alle in Barcelona in die Augen geschaut oder schauen müssen, und da musste ich so eine Quote von 20% hinnehmen, dass also es uns nur gelungen ist, bei 20% aller Teilnehmer eine Verbesserung zu erzielen von den deutschen Meisterschaften zur WM. So waren das in diesem Jahr 48,15%, um ganz genau zu sein. Also eine sehr, sehr schöne Quote, die auch weit über dem normalen Maß international liegt. Da kann man so 40% als Normalmaß annehmen. Das war also sicherlich was sehr Erfreuliches. Und ich glaube, das ist erstmal die richtige Bewegung, die wir brauchen. Heißt für mich, dass die Maßnahmen, die wir eingestellt hatten, Richtung Überprüfungswettkampf, Richtung verschiedene Maßnahmen, die wir im Vorfeld und auch im Nachgang eingeläutet haben, gemeinsame UWV direkt auf die Top-Maßnahme hin, dass das alles funktioniert hat, dass wir den Weg auch nicht verlassen wollen. Den Weg sicherlich noch weiter optimieren. An der einen oder anderen Stelle kann man das noch. Ja, und dass es grundsätzlich in diesem Sinne weitergehen darf. Und wenn wir so solche Quoten halten können, dann brauchen wir jetzt noch die 1, 2 oder 3 Top-Athleten, die uns dann wie in allen anderen Nationen auch die Medaille nach Hause bringen. Und dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir hin wollten. Klingt jetzt sehr leicht, wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber auch in allen anderen Ländern ist es so, wenn man sich Schweden anguckt, ist es im Prinzip die Sarah Sjöström, die Medaillenbilanz unter sich ausmacht, die Ruta aus Litauen sowieso. In Dänemark ist es Jeanette und Rieke Müller-Pettersen, die das machen. Also da sind sicherlich irgendwo in den Nationen, wenn es jetzt nicht die ganz großen Nationen sind, wie jetzt Amerika oder Australien oder vielleicht auch Japan, ansonsten hat man irgendwo immer 2, 3 absolute Topschwimmer. Die haben wir auch. Einer davon sitzt hier, die andere sitzt da drüben und lässt uns hier immer alleine. Aber ansonsten haben wir solche Leute. Und wenn wir die Leute jetzt wieder bei uns ins Boot kriegen und die dann zum Zeitpunkt X, wie Marco das jetzt schon hervorragend vorgemacht hat, ihre Leistung abrufen, dann muss uns gar nicht bange sein für die Zukunft. Noch eine Nachfrage, wo willst du bis 2016 nachjustieren oder dann auch bis 2020? Also nachjustieren jetzt aktuell machen wir, indem wir gesagt haben, es gibt schon einen Überprüfungswettkampf, der steht auch 28 Tage vor dem Top-Event, wie letztes Jahr auch. An dem hat auch jeder eine Teilnahmepflicht, aber es wird davor ein Zeitfenster geben, in dem man einen Wettkampf benennen darf. Das ist eine Tour oder eine Station der Golden Tour der Franzosen. Das ist die Mare Nostrum Tour oder eben die Überprüfung oder der Überprüfungswettkampf. Und an einem dieser 3 Stationen muss man seinen Zeitnachweis bringen. Ihr kennt das ja, bei den deutschen Meisterschaften schafft man seine Normzeiten, kommt auf eine Longlist und muss die Normzeiten in einem gewissen Zeitfenster nochmal zeigen, nochmal unterbieten mit einem Aufschlag von 1,25%, damit man dann sich letztendlich abschließend qualifiziert hat. Und da haben wir also schon eine Veränderung insofern gemacht, dass wir jetzt ein Zeitfenster über knappe 6 Wochen aufmachen, allerdings in diesem Zeitfenster auch nur 3 Top-Events festgelegt haben, wo man sich qualifizieren muss, also die offene Klasse. Die Jugend hat dann noch die JEM und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, aber die Älteren nicht mehr. Das ist zum Beispiel eine Stellgröße. Dann würde ich erstmal abwarten. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss jedes Jahr was verändern. Wenn es gut läuft, ist es so. Dann würde ich jetzt erstmal abwarten, ob das genauso gut läuft wie in diesem Jahr oder sogar einen Ticken besser. Und wenn es hoffentlich so ist, dann brauchen wir gar nichts ändern. Was wir dann über 2016 hinaus machen, da müssen wir abwarten, wie viele äußere Zwänge uns dann auch wieder zum Umdenken bringen. Ob die deutschen Meisterschaften da terminiert bleiben, wo sie momentan sind. Ob es ein großes Umdenken in Deutschland gibt und man vielleicht im Sommer deutsche Meisterschaften macht. Das werden wir sehen. Das haben wir selber nicht in der Hand. Darauf müssen wir dann reagieren. Ich fände es ganz gut, wenn wir das bis 2016 nicht machen müssen. Wenn wir bis dahin unseren Weg beibehalten dürfen. Und was wir dann von 16 bis 20 machen, schauen wir. Müssen wir gucken.
Ja. Henning, ein Wort zu Johannes Hinze. Wo geht da die Reise hin? Jetzt den Altersklassenreport, den ich vorhin richtig gehört habe, um 12 Sekunden unterbrochen. Ja. Ist das schon Kandidat nächstes Jahr für die WM? Wahnsinnserfolg auf der Kurzbahn. Ich denke, man muss ein bisschen abwarten. Ich bin immer bin voll des Lobes für den Jungen. Der macht das absolut klasse, auch mit seinen beiden Coaches zusammen aus Potsdam. Riesending, was er da momentan macht. Hoffe, es geht so weiter, bin aber so ein bisschen scheu davor, immer dann direkt zu sagen, ich erwarte das und das und das und es geht zu einer WM, weil das war eigentlich nie in der Vergangenheit gut. Ich bin aber der Meinung, man sollte die Kinder und Jugendlichen, und dazu gehört er noch, sich entwickeln lassen. Er hat das hier erstmal ganz klasse gemacht, hat eine riesen Zeit hingelegt. Wenn er das schaffen sollte, im nächsten Jahr dabei zu sein, wäre das natürlich ein riesen Achtungserfolg. Wenn nicht, ist aber völlig okay, weil er hat im Prinzip noch nicht mal eine JTM gehabt. Also es wäre schon ganz merkwürdig, über die JTM hinweg zu einer WM zu springen. Und deshalb sollten wir da erstmal gucken, wie er sich entwickelt. Er hat auch eine JWM als Möglichkeit nächstes Jahr. Also gibt es genug Optionen, die er ziehen kann. Da warten wir mal, wie er sich entwickelt. Dieter. Nochmal nachgefragt zum Quali-Modus. Man muss also nicht in Essen schwimmen, man kann das auch vorher in Vichy vermutlich.